Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Konz Marathomi. Heute am 21.04.2022 mal wieder aus dem Schleenbachtal. Jetzt gehe ich hier ein bisschen mal nicht den Hauptweg, sondern mal hier ein bisschen die schmalen Pfade. Ja, hier mal rüber. Und dann geht hier so ein schöner Weg durch den Wald. Dem werde ich jetzt ein bisschen folgen, dass wir nicht immer den gleichen Weg gehen. Ja, das sind hier recht schöne Single Trails zum Spazieren gehen. Allerdings geht es hier auch ganz schön aufwärts. Da muss ich jetzt mit meiner Erkältung etwas langsam tun. Jetzt wird es etwas flacher. Geht jetzt so ein schöner Höhenweg am Hang entlang. Hier unten ist ein kleines Tal, kleines Seitental. Ja, hier geht's mal weiter. Sieht alles so schön durchlöchert aus. Jetzt wird sogar ein bisschen wildromantisch. Ist doch schöner als der breite Fahrweg. So mit kleinen Hindernissen das Ganze noch. Da ist anscheinend eine Sprungschanze für Mountainbikes. Eine richtige wilde Sprungschanze. Da könnte man jetzt zur Übung rübergehen, aber das ist mir etwas zu rutschig. Ist das ein Riesenbaum? Ja, hier haben wir so ein bisschen sumpfigen Bach, Überreste eines Bachs. Und hier geht das Tal auch noch ein bisschen weiter hoch. Ja, jetzt komme ich bei einem Fahrweg raus. Werde ich hier mal diesen Bach überqueren. Hier müsste es eigentlich gehen. Ja, jetzt drehe ich mal noch mal eine Standardrunde. Und dann reicht es mir für heute. Hier blüht der Löwenzahn schon so schön. Ja, jetzt bin ich wieder beim Sumpf. Das ist auch der heutige Wendepunkt meiner Tour. Hier plätschert immer so schön das Wasser. Das beruhigt die Nerven. Und natürlich dürfen bei keiner Tour die Baumpilze fehlen. Und hier sprießen auch ein paar interessante Baumpilze. Jetzt verblühen leider die Buschwindröschen langsam. Ja, da steht mittlerweile auch weniger Wasser drin. Hier steht auch noch ganz schön viel Wasser. Leider hört man hinten im Hintergrund die Geräusche eines Traktors, die machen irgendwelche Holzarbeiten. Hier blüht es auch so schön, aber die verblühen glaube ich auch schon langsam. Kann natürlich auch sein, dass durch das trübe Wetter heute die Blüten ein bisschen geschlossener sind. Ja, jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg zurück zum Auto. Deswegen sage ich schon mal auf Wiedersehen, aber macht noch nicht aus. Vielleicht kommen noch ein paar Szenen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders über jedes Like. Und ganz, ganz besonders natürlich über jeden neuen Abonnenten. Aber nun geht's zurück zum Auto. Macht noch nicht aus. Aber ich sage schon mal einfach auf Wiedersehen. Da sind wieder die Enten. Da ist sogar noch eine dritte. Zwei Erbel und ein Weibchen. Kann natürlich sein, dass sich die beiden ums Weibchen streiten. Ja, wurde der Konkurrent gerade ein bisschen gescheucht.
Naja, da muss es was zu fressen geben, würde ich sagen. Wenn die so. Ja. Der Konkurrent wird in die Schranken gewiesen. Mm-hmm.